Willkommen und schön, dass du da bist. Heute schauen wir uns zwei Herausforderungen an. Wenn ihr für den Battle Pass eine dämonische Katze besiegen sollt, dann findet ihr unter Garantie immer eine hier. Ich zeige es euch auf der Karte. Hier ist dieser, weiß ich nicht, dieser Kanal, dieser kleine Creek. Und hier ist auf jeden Fall immer eine Katze, die ihr besiegen könnt. Ich bin jetzt gerade getarnt, aber ja, die findet ihr also immer hier. Was mir aufgefallen ist, normalerweise kann ich ja mit hin und her spawnen. Spawn einfach mal irgendwie hierher nach Hause. Und spawn wieder zurück, spawn wieder hierher. Das habe ich jetzt schon ausprobiert. Aktuell funktioniert es bei mir mit diesem Hin- und Her-Spawn nicht. Also dann taucht die Katze nicht auf. Das heißt, ich muss mich jedes Mal wieder ein- und auslocken, damit die Katze wieder da ist. Und jetzt brauchen wir dämonische Steinnasen. Kommst du mal raus da? Jawohl. Da haben wir sie. Und das war's schon. So, ich zeige euch, wo ich bin. Ich bin hier am Fluss. Also hier ist dieser größere Nebenfluss und hier ein etwas kleinerer. In G6. Hier auf so einem Kamm oder Grat. Also es reicht euch auf jeden Fall, wenn die Steinnase einen Totenkopf hat. Oder wir nehmen die hier. Ich zeige euch, wo ich bin. Hier, also im Prinzip hier überall findest du auch Steinnasen. Ja, hier ist der neue, momentan nicht aktive Event von Jebel Zak. Und hier in diesem Durchgang findest du Steinnasen. Und da hast du auch eine gute Chance auf welche mit einem Totenkopf. Ich glaube, diese hier spawnt regelmäßig nach. Ja. Das sind die beiden Spots, die ich euch empfehlen kann. Aber wenn ihr andere Spots kennt, schreibt sie doch in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, mach's gut.